Herzlich willkommen zu Supergen TV. Wir sind heute wieder zu Gast beim Wolfgang Kehle. Freut mich. Hi Wolfgang, servus. Schön, dass wir da sein können im schönen Lindau am Bodensee. Ja. Ganz toll. Ja. Und wir haben ja letztes Mal schon erfahren von dir, dass du einfach der Transkripteur bist für Gitarre und Bass und die meiste Zeit deines beruflichen Lebens tatsächlich Sachen raushörst. Kann man so sagen, ja. Und es interessiert mich natürlich total, was sind besondere Fähigkeiten, die ich dazu brauche? Oder wie gehe ich da ran, wenn ich jetzt was raushören will? Fange ich einfach an oder gibt es irgendwelche anderen Sachen, die du vielleicht trainiert hast, unabhängig davon, um da besser zu werden? Learning by doing, würde ich sagen. Mhm. Also Gehörbildung habe ich nie gemacht. Okay. Muss ich zugeben. Also strukturierte Gehörbildung, ja, meinst du es damit, oder? Null, nada. Mhm. Aber es war so, beim Gitarreninstitut gab es ja so ein auf das Fach Gehörbildung. Mhm. Und es war für mich jetzt eher banal, also war trivial. Also was da verlangt wurde, es war jetzt für meine Verhältnisse irgendwie nicht wirklich fordernd. Also waren das Intervalle hören oder was? Intervalle, Akkorde, Umkehrungen und so weiter. Ja. Das heißt, es war irgendwas, was dir eh schon immer leicht gefallen ist? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Kannst du dir vorstellen, warum das so war? Bist du vielleicht natürlich an die Sache rangegangen, hast dich immer dafür interessiert, wie so ein Klang irgendwie, was das für ein Sound ist? Hat dich das schon immer interessiert, oder? Schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt eine natürliche Musikalität, die man bei kleinen Kindern schon sieht. Ne? Wenn die anfangen zu singen, machen die ja nichts anderes als Intervalle messen. Ne? Mhm. Also wenn alle meine Händchen, ne? Das ist im Prinzip irgendwie die ersten fünf Töne von einer Dur-Tonleiter. Und auch komplexere Melodien beruhen ja darauf, dass man als Kind, ohne dass man über Quinten oder sonst was nachdenkt, dass man das reproduzieren kann. Mhm. Das heißt, es gibt eine natürliche Fähigkeit, die in jedem Menschen angelegt ist. Also es gibt kaum, ich würde mal behaupten, es gibt kaum irgendwie drastisch unmusikalische Menschen. Ein paar gibt es, aber in der Regel kann der Mensch das. Ne? Mhm. Also würde ich sagen, da kann man auf seine Fähigkeiten vertrauen. Bei mir kommt dann vielleicht noch dazu, dass das Sehen nicht unbedingt meine Stärke ist. Ich habe so einen Augendefekt, der nennt sich Nystagmus. Ich kann zwar Auto fahren, aber Hören ist für mich vielleicht ein bisschen natürlicher Umweltaufschluss, der auch gut funktioniert. Ja. Habe ich auch schon kennengelernt, zum Beispiel der Erik Hisser ist ein fantastischer Bassist, der auch unglaublich gut hören kann. Auch aus dem Grund, weil er darauf angewiesen ist zu hören, weil er auch nicht gut sieht. Und ich denke mir schon, dass da einen Zusammenhang gibt, dass man sich vielleicht noch mehr mit dem Ohr beschäftigt. Ja. Kann sein, ja. Und weil ich kenne jetzt zum Beispiel viele Leute, die jetzt mit den Intervallen vielleicht Probleme haben, um erstmal die Intervalle auseinanderzuhalten. Und wenn es für dich eh schon was war, was dir leicht fiel, dann hast du da einfach eine besondere Begabung dafür vielleicht. Ja, wobei ich muss dazu sagen, ich habe kein absolutes Gehör. Mhm. Also ich brauche immer am Anfang von der Session brauche ich einen Ton, dann hält der natürlich vor, dann muss ich nicht mehr nachdenken. Aber also absolut hören tue ich nicht. Was vielleicht ganz gut ist, weil ich habe im Laufe der Zeit ein paar Leute kennengelernt, die absolut hören, die dann aber eben gerade deswegen sich nicht so viel mit ihr Training beschäftigen, weil sie es ja eh hören. Das heißt, wir, die es nicht absolut hören, müssen sich das ein bisschen erkämpfen, ja, oder müssen einfach das relative Gehör gut trainieren, weil die anderen sagen, ja, klar, ich höre es ja eh, ich kann das eh runterschreiben und ja, oder pling, cis. Ja, also gibt es, besonders in Asien gab es viele Leute, die absolut hören. Oder die, ja. Und deswegen ist es vielleicht sogar gut, ja. Ich glaube, man hört besser relativ, wenn man das nicht hört. Und der Vorteil vom Relativhören ist halt, dass man natürlich unabhängig wird von den Tonarten. Mhm. Es gibt ja nur eine bestimmte Intervallstruktur, jetzt bei jeder Melodie, und die bleibt ja immer gleich, wenn man transponiert. Ne? Mhm, genau. Also es ist im Prinzip nur eine Abfolge von Intervallen und mehr ist es nicht. Mhm. Und ja, diese Transponierbarkeit ist sicher ein Vorteil und hilft auf jeden Fall. Ne? Ja, bestimmt. Ja. Ja. Aber das heißt, du hast schon immer ein natürlich
irgendwie natürlich einen Zugang gehabt zu hören und das ist dir nicht so schwer gefallen vielleicht, oder? Ja, wobei die Übung kam, also wenn andere Leute irgendwie Gehörbildungsübungen machen, war bei mir die Übung halt das Transkribieren selber. Und ich glaube, das ist ein super Training. Ne? Also wenn man das regelmäßig macht, irgendwie, dann wird man dadurch besser. Ne? Also das erste Stück, das ich transkribiert habe, da habe ich ein paar Tage gebraucht und das ist dann aber praktisch sehr schnell besser geworden. Genau, ja. Aber wenn wir jetzt über den Prozess selber reden, das Transkribieren, also mit einer der wichtigsten Punkte für mich ist Rhythmus. Weil es gibt ja Musik, die nicht tonal ist, also wenn man zum Beispiel irgendwie auf Perkussionsinstrumenten spielt, was weiß ich, eine Conga ist zwar grob gestimmt, aber es ist nicht im engen Sinn tonal, was da passiert, und trotzdem ist es ganz klar Musik. Und was da passiert, ist Rhythmus. Ne? Und wenn man sich was erschließen will, ne? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben nur einen einzigen Takt und der ist eine unbekannte Größe für dich, Terra Incognita, dann ist das Erste, was du machen kannst, du kannst mal gucken, was passiert da rhythmisch. Ne? Und dabei muss man auch nicht gleich den ganzen Takt kapieren, sondern man kann ja zum Beispiel sagen, irgendwie auf der 3, da kommt ein Schlag, der ist ein bisschen ungewöhnlich, ja? Der geht vielleicht ein bisschen gegen den Beat so, und da hilft meiner Meinung nach irgendwie helfen Rhythmusübungen. Yeah. Ja. Also ganz simpel gesagt, man geht Viertel, 1, 2, 3, 4, Achtel, 1, 2, 3 und 4 und Achtel Triolen, 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 16, 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die, bei 6 Tonen muss dann schon schnell. aber diese Silben helfen mir auf jeden Fall extrem beim Identifizieren von Rhythmen. Ja. Das heißt, das sind auch die Silben, die du benutzt, weil es gibt ja da... Am Anfang war es so, ja. Also bei dem Earth, Wind & Fire-Stick, da waren dann irgendwie ja, irgendwelche 16-Offs. Ne? Und am besten ist da mitzuzählen. Ja. Irgendwie, wenn wir einen Beat haben, 1, 2, 3, 4, bam, 2, 3, 4, bam. Ja, dann kann ich den Schlag ergründen, wenn ich jetzt genau wissen will, wo der sitzt, dann sage ich 1 und 2 und 3 und die 4 und der. Ja. Auf die Art kann man sich Rhythmen erschließen. Also das habe ich am Anfang auf jeden Fall gemacht. Das habe ich vom Schlagzeuger gelernt. Ja, wir sind damals nach Berlin gefahren. Es war, glaube ich, 83. Und die Fahrt vom Bodensee nach Berlin ist ja ziemlich lang. Und da hat er mir dann erklärt, irgendwie, der hat sich damals vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung. Der hat in Würzburg studiert. Und die haben mir dann dieses System nahegebracht. Und das würde ich sagen, ist absolut basic. Ja. Ich meine, es gibt ja andere Methoden noch, was weiß ich, irgendwie, was die Inder machen zum Teil, das sind ja dann so total kranke Sachen, aber jetzt für sehr viele Fälle, würde ich mal sagen, hilft so ein System auf jeden Fall. Ja. Und was passiert bei dem Prozess ist, am Anfang muss man zählen und je mehr man in dem Prozess drin ist, desto automatischer läuft es. Also ich muss jetzt bei so 16 Rücken muss ich nicht nachdenken. Muss ich nicht mehr zählen. Letztendlich ist es ein Sound, den ich da höre. Ja, das ist ja genau. Auch. Ja, also oder ein Gefühl. Es ist auch eine körperliche Sache, weil ich habe auch gesehen, du klopfst auch mit dem Fuß mit und es ist irgendwie was auch körperlich ist, der Rhythmus, oder? Ja, ich habe das jetzt irgendwie als Demo gemacht. Also ich habe in der Latin Band gespielt und da hat mir der Perkussionist gesagt, irgendwie, lass das mal mit dem Fuß weg. Ja, wenn man da dann die Tendenz haben kann, dass man vielleicht ein bisschen steif spielt. Ne? Oder es gibt ja jetzt, wenn man Rhythmik entwickelt, dann gibt es ja die Methoden, dass man genau von dem festen Beat wegkommt. Ne? Also dass man zum Beispiel irgendwie sich nur die, wenn man jetzt ternäre Phrasierung üben will, zum Beispiel nur die und geben lässt. Ne? Also dass ein Metronom sagt, 1 und die, 2, die, 3, die, 4, die. Und du spielst dann dazu und machst dann praktisch den Beat selber. Das ist oft fruchtbarer, als sich total irgendwie zu fixieren auf den Fuß. Ich weiß, der Aldi Miola hat es auch gesagt, hey, der Fuß, der ist mein Guide irgendwie, aber man soll sich da nicht zu sehr drauf versteifen. Aber klar, als Referenzsystem ist das auf jeden Fall gut. Ne? Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass man sich dann zu sehr auf sich selber verlässt und zu wenig auf die anderen hört, wo der Beat eigentlich ist. Manchmal sagt man, oh, hier ist mein Beat, aber man hört nicht so richtig zu, wo echt der Beat der ganzen Band ist. Also. Aber genau. Aber dann geht's weiter, ne? Also der Rhythmus ist eine ganz wichtige Geschichte und überhaupt generell ist das Erste, was, wenn ich ein Stück transkribiere, das Erste ist, was ist das für ein Groove? Ne? Also was für ein Rhythmus ist viel, das ist, oder? Richtig. Meinst du? Richtig.
was weiß ich, zum Beispiel irgendwie, ja, nennen wir Sexmaschinen, irgendwie so. Das ist ein zwingender, mit 16 zwingender Funk-Groove, bei dem die 16 mehr oder weniger ternär phrasiert werden. Und, so. Und das ist schon mal eine ziemlich wichtige Geschichte. Und bei jeder vernünftigen Transkription steht er, oder bei jedem vernünftigen Leadsheet steht er oben gleich, was das ist. Ne? Also ist es straight, ist es total binär. Ja, da gibt es verschiedene Schattierungen, aber erstmal den Rhythmus eingrenzen, irgendwie wissen, was es ist. Natürlich muss man die Taktart feststellen, ist auch ganz wichtig. Dann, wenn es um Gitarre geht, natürlich erstens die Tonart und zweitens das Tuning. Weil klar, wenn du nur Wes Montgomery oder George Benson transkribierst, dann hast du eigentlich fast durchweg nur mit normalem Standard-Tuning zu tun. Jetzt bei Rockgeschichte ist das anders. Ein Beispiel ist Hendrix, der immer auf S gestimmt hat. Aber jetzt bei den ganzen New-Metal-Bands, die sind ja zum Teil runtergestimmt, da gibt es total unterschiedliche Tunings. Und der erste Punkt ist, dass man, bevor man überhaupt anfängt, man muss diesen Punkt klarkriegen. Ja? Also wie ist das Ding gestimmt? Und ja, da gibt es ein paar Tricks irgendwie. Also wenn es das totale Terra Incognita ist und man hat zum ersten Mal mit einer Band zu tun und weiß nichts über YouTube von der Band oder hat sonst keine Informationen, dann kann zum Beispiel helfen, wenn irgendjemand an einer bestimmten Stelle eine Flasche leer spielt zum Beispiel, dann weiß man, okay, mit dem Flasche leer oder mit dem Flasche leer Sound habe ich identifiziert, so muss die Stimmung sein. Dann guckt man nach dem tiefsten Ton, dann ja, oft sind halt diese Drop-Tunings dann angesagt. Das ist auf jeden Fall der Punkt, den man, bevor man überhaupt anfängt, klären muss, ist irgendwie, was für ein Instrument irgendwie. Das ist schon schwer mit diesen verschiedenen Tunings, ist schon schwierig, das rauszufinden. Ja, aber wenn man da mit Kids spricht, die ganze Zeit solche Musik hören, die wissen dann, hey, das ist Drop C oder sowas. Mhm. Das hat schon auch einen bestimmten Sound so. Ja. Und wenn man das natürlich öfter macht, kommt man da besser rein in die ganze Geschichte. Klar. Ja, denke ich auch. Also das, also grundsätzliche Sachen dann, ja. Und also Groove, Tonart, Tuning ist mal der Anfang. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, okay, ich mache mir dann erst einen Plan. Okay. Was wie die Form ist, oder ich mache mir da was weiß ich, eine Vorlage, wo die ganzen Takte drin sind. Okay. Mache ich nicht. Du fängst einfach an. Ich fange von vorne an und höre hinten auf. In der heutigen Zeit natürlich super mit Finale oder mit einem Notationsprogramm, weil du hast keine Grenzen mehr. Ja? Früher war es wahrscheinlich problematischer, wenn du das mit Hand geschrieben hast, oder? Dann muss Steh man mal kurz auf. Ja, okay. Das ist noch ein alter Ordner mit den alten Gitarre- und Basssachen. Das war eine Robin-Ford-Geschichte mit der Hand, mit der Schreibmaschine geschrieben. Die meisten heute wissen gar nicht mehr, was es ist. Das ist sozusagen die Bibel, oder? Nee, das ist eher so ein Ausflug in analoge Zeiten. Ja. Vor, ja, ich schätze mal, so 30 Jahre dürften das sein. The Hornet von der ersten Yellow Jacket-Scheibe. Richtig, damals gab es ja noch keine Handys. Es gab keine Computer oder wenig und alles von Hand geschrieben. Ne? Tolle Platte, die habe ich mal wirklich rauf und runter gehört. Ne? Das ist mit das Beste, was Robin Ford spielt, das finde ich. Das ist schon unglaublich gut. Die ganze Platte ist toll, ne? Als Band spielt. Ja, das Pep Metheny, da wurde schon mit Tabulatur gearbeitet. Genau, das war dann ein bisschen später. Was ist das hier? Ach, gute Frage. Wäre schön, wenn man eine Überschrift hingeschrieben hätte. C-Moll, das könnte. Ja. Also Richtung Minor Blues, würde ich sagen, oder? Absolut. Ja, klar. Tag 13 Minor Blues. Ne? Da sieht man schon, da wurde mal getüftelt mit dem Fingersatz, aber das ist auch nicht so einfach, ja? Wenn man mit Hand schreibt und dann wird allem, mal... Vor allem gab es halt keine Videos und gar nichts. Ne? Es gab die Aufnahme und das war's. Ne? Klar. Ja. Es hat auch was Gutes, weil ohne diese Videos, die es überall jetzt gibt, irgendwie hat man nicht den Zwang, irgendwie 1000%ig authentisch zu sein und kann auch ein bisschen gucken, wie man das selber spielen wird. Und da kommt man unter Umständen vielleicht sogar zu kreativeren Lösungen als der Spieler selber. So sieht's aus. So sieht's aus. Weil jeder geht anders ran an die Geschichte. Ja. Ne? Pat. Der Pat, das ist natürlich auch
habe im Laufe der letzten 35 Jahre, keine Ahnung, 10 Workshops geschrieben oder sowas. Ja, ja. Vielleicht auch mehr. Und Face Dance, klar. Mhm. Klassiker vom ersten Album. Das Original-Solo von der Studio-Version, oder? Ja. Ja. Ja, wie cool. Face Dance, da war ich so schlau und habe da hingeschrieben, was es ist, weil... Ja. Genau. So war das damals. Ne? Alles säuberlich. Aber nicht mit Bleistift, sondern richtig gleich mit Filzstift. Nee, mit Fineliner, genau. Das heißt also, es kam doch durchaus öfter mal vor, dass ich mir relativ sicher war bei dem, was ich da aufschreibe. Also da ist es zum Beispiel überhaupt keine Tippex-Korrektur. Ja, ja. Tippex, wer weiß noch, was das ist. Ja. Außer uns alten Zecken. Ja, H&H. Ja, Question and Answer. Ja, genau. Dritter Chorus, da würde ich halt natürlich einen Doppelstrich machen. Ja klar, man muss irgendwie anfangen, natürlich. Ja, ja, wie gesagt, da war ich noch nicht so lange ja nicht im Geschäft, aber die Ergebnisse sind doch durchaus ähnlich. H&H, der zweite Folge wohl. Eine zweite Folge gemacht. So... Ja, mein Gott. 10. Chorus, ne? Da geht was. All the things you are. Ja, das ist von der Trio-Scheibe mit Dave Holland sogar. Berühmte Solo. Ja, Wahnsinn. Ja, Mensch, das ist ja unglaublich. Und da geht es weiter bis... ja, da kommt dann eben... Unglaublich. Können ein bisschen blättern. Ne? Pat Martino. Ja. Ist auch ein Mollblues irgendwie. Könnte sein, ja. Aber hier ist es 8-taktig erstmal, ne? Wahnsinn, Mensch, was du alles dafür. Das ist. Das sind die, genau, das sind die Ausdrucke. Also ich habe damals den. Ah, okay. Ich habe damals den Notensatz noch nicht selber gemacht und da war dann das Prozedere eben erstmal schreiben, dann kopieren, ne? Weil wenn man das auf die Post gibt und zum Notensetzer schickt und das geht verloren, dann. Das kam praktisch dann zurück vom Setzer. Ich verstehe. Und das muss ich dann nochmal Kontroll lesen. Ah, interessant. Und dann per Telefon die Korrekturen durchgehen. Also ganz krass, alles wirklich noch super analog. Das hat gedauert, oder? Ja. Aber das kommt mir schon bekannt vor, diese Situation. So sah es dann aus. Also ich denke, bei mir ist dann doch ein bisschen schöner. So, da war dann irgendwie, das ist auch noch richtig analog irgendwie, ja. Mit Stempelkissen. Bitte sofort den Rücken. Ja, das war mit dem Notensatz, das war nicht immer ganz so optimal, wie das hätte sein können. Ne? Ja. Und wieder handgeschriebene Sachen. Das ist wieder handgeschrieben, ja. Aldi Miola. Ja, da sind viele Sachen draus, unglaublich. Schon ein paar, ja. Ja, Mann. Mike Stern. Mhm. Ja, habe die ganzen. Super. Die ganzen Jazz-Gitarristen rauf und runter. Voicings und. Ja, und hier. Texte, das war, was da Enrico ja angesprochen hat, diese Background-Informationen. Das war jetzt praktisch 791, das ist ja schon ein paar Tage her. Da gab es noch kein Internet. Ja. Und da muss man halt gucken, wie man seine Infos kommt, ne? Ja, klar. Wahnsinn, Mensch. Damals gab es noch sowas wie Bibliotheken oder sogar eine Fernausleihe, wo man sich dann irgendwie was gesorgt hat. Oder gab es damals, glaube ich, schon dieses Jazz-Gitarrenbuch von Alexander Schmitz. Mhm. Okay, das geht um Oktavgriffe, ne, was man machen kann. Ne. Alles noch hier durch. Mensch, Kenny Burrell, alles hier. Das sind noch die MGI-Zeiten. Super. Ja, da schaut es ein bisschen wild aus. Sentimental Mood, ja. Jim Hall. Ah, zu dem Jim Hall gibt es auch noch eine tolle Geschichte. Ja? Das ist ja von der Duo-Aufnahme mit Bill Evans, mit Bill Evans und dem Pianisten. Und ich habe das Ding rausgeschrieben. Wir können gerade mal reinschauen. Das sieht ja, da geht es ja rhythmisch schon ziemlich zur Sache. Ne? Und ich mache das ja immer so, dass ich dann das Tempo messe. Und dann habe ich geguckt, bla Ballade, und dann lande ich irgendwo bei 58 und stelle dann fest, dass die beiden Säcke das ganze Stück die 58 durchziehen und kein Jota abweichen. Tatsächlich? Ja. Wahnsinn. Kann jeder nachprüfen, Undercurrent. Das heißt also, so,
wenn man was über Timing lernen will, dann geht man am besten zu den Jungs. Das ist interessant. Ohne Klick damals, ne? Ja. Und das ist drauf, wenn man das. Aber sie besaßen ein Metronom offensichtlich. Ach, die haben aber keins benutzt bei der Aufnahme. Aber ich meine, sie hatten aber vorher schon mal eins gesehen und ab und zu mal wahrscheinlich zu Hause eingeschaltet. Nehme ich doch stark an. Ja, also bei Jim Hall ist ja die Geschichte, der hat es ja gelernt, weil er in den 50er Jahren viel mit Bands ohne Rhythm Section gespielt hat. Mhm. Also praktisch ohne Bass und Schlagzeug. Genau. Und dann musste er praktisch den ganzen Groove schieben. So. Mhm. Und er hat gesagt dann im Interview mal, dass es für ihn am Anfang total schwer war, aber dass es dann immer besser gelernt hat. Ja, er hat es schon ganz gut gemacht dann. Tierisches Timing. Mein Wahnsinn. Bill Evans sowieso ist ja sowieso ein absoluter Meister. Ja, vielen Dank, dass wir diese ganze Einblicke hier bekommen von dir. Das ist ja wirklich. Ich bin froh, dass ich das noch habe. Ne? Mimosa, oh Mann. Von der Earl Klug. Richtig. Scheibe, oder? Earl Klug und George Benson. Richtig. Tolles Stück. Ja. Mag ich total gern. Man klingt den heutzutage ein bisschen sehr 80er-mäßig, aber das Stück ist ja toll. Das Stück ist toll, ja. Ich mag das total gern. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Toll, Mensch. Echt super. Das waren die analogen Zeiten, ne? Wahnsinn. So viel Zeug, echt. Und dann, da hast du ja eigentlich dann, wie lange per Hand geschrieben? 10 Jahre fast. 9 Jahre dann, oder von 86 bis 95 hast du gesagt. Ja, ja. 9 Jahre. Als 9 Jahre von Hand. Ja, man kann die Schrift ja lesen, ist ja nicht ganz übel. Natürlich. Ja, das sind ja solche Schätze, die du da hast. Ja. Und das ist aber alles rausgekommen und war alles in Gitarre und Bass irgendwann mal. Ja. Wahnsinn. Da musst du mal irgendwann ein Buch machen und alles veröffentlichen. Wäre eine Idee, ja. Oder wie auch immer veröffentlichen, digital. Ja, ich wäre schon froh, wenn ich einen Überblick hätte über das, was ich alles geschrieben habe. Hier sind ja die ganzen Ausgaben und in den Jahren 86 bis 90 ist noch ein bisschen dünn und dann, dann ist eigentlich alles komplett da. Ja, das heißt, suchst du eigentlich Ausgaben noch, die dir fehlen oder so? Nicht aktiv, ne. Nicht aktiv? Ne. Aber falls jemand sagt, hey, ich hätte da was, vielleicht meldet ihr euch. Ja, das wäre interessant. Ja. Klasse. Oder wenn jemand ein Werkverzeichnis hat von den ersten paar Jahren, was ich so geschrieben habe. Das wäre auch interessant. Ja. Ja, wenn da jemand helfen kann, wäre super. Ja, vielleicht hat jemand von euch einen Überblick und besitzt... Ich habe ihn verloren. Ja, bei einer deutlich vierstelligen Zahl von Beiträgen kann es mal passieren. Fantastisch, Mensch. Ja, toll, dass wir da reinschauen dürfen. Ja, super. Sehr gerne. Und aber du hast dich schon immer auch damit beschäftigt, wo man das spielt. Das hat mich auch oft gestört, dass man dann bei Transkriptionen sich denkt, ja toll, aber ich meine, auf der Gitarre haben wir ja das Problem, wo spielt er denn das Ding? Richtig. Und da hast du relativ schnell schon versucht, das so genau wie möglich aufzuschreiben, oder? Ja, ja. Hm. Aber natürlich mit der Tabulatur geht es natürlich viel genauer. Genau. Ja. Das heißt, du bist prinzipiell kein Gegner der Tabulatur? Da gibt es ja wirklich starke... also so die Oldschool-Meinung ist natürlich, oh, Tabulatur ist was für Weicheier. Aber ich glaube, also ich persönlich finde die Kombi super. Ja. Da muss man unterscheiden, in der musikalischen Praxis weiß jeder von uns, gibt es keine Tabulatoren. Ja. Mm. Also da gibt es halt ein Liedsheet, da ist eine Stimme geschrieben und fertig. Mm. Ja. Und wo die Noten dann liegen, das muss man schon selber wissen. Das gehört auch zum Job, egal ob als Bassist oder als Gitarrist, muss man halt wissen, wo seine Töne liegen. Mhm. Das ist essential. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn es um Spieltechniken geht, wenn man zum Beispiel Kombinationen von offenen Seiten und gegriffenen Seiten hat, ja, zum Beispiel spielt, was weiß ich, eine leere H-Seite und spielt dann auf der G-Seite am vierten Bund auch das H und macht da so einen Wechsel, da können interessante Strukturen entstehen. Und das geht in der Notation verloren, ne? Das sieht man nicht. Das heißt, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Techniken oder gitarrenspezifische Sachen darzustellen, ist es als Dokumentationsmethode für mich völlig okay. Ja, ganz genau. Ich glaube auch, also viele beschränken sich natürlich dann nur auf das Lernen der Tabulatur und vergessen die Noten. Aber da hat der Scott Henders hat mir was Lustiges gesagt, das habe ich mir gehört. Der hat gesagt, das ist wie wenn du Gitarrist bist und Gitarre spielst, aber es ist wie wenn ein Pilot jetzt zum Beispiel nicht wüsste, was die ganzen Knöpfe da machen am Cockpit. Ja.
Wenn du musst irgendwie, wenn dir jemand irgendwie sagt, ah ja, du drückst den zweiten von rechts und dann den und so und dann fliegt das Ding. Also so ähnlich ist es, wenn du gar nicht weißt, was das jetzt hier ist. Das wäre ist schon mal nicht schlecht, aber. Wobei der Scott Henderson, mit dem habe ich mal gesprochen und ich habe sogar mal ihm eine Transkription geschickt von so einem Solo. Mhm. Und da hat er als ich wollte dann auch, dass er mir Feedback gibt irgendwie. Und der hat gesagt, ja, das, da hat er jetzt keine Zeit dafür. Und dann hat er gesagt auf Englisch, it's weird to see that something as stupid as a pure rock and roll solo looks that complicated on paper. Ja. Und ich glaube, der Scott ist kein Riesenleser, so. Ich glaube, der ist eher ein Ohrmensch, so. Bestimmt, ja. Ich meine, ich glaube, er stellt sein Licht schon ziemlich unter den Scheffel manchmal, weil er irgendwie so dann sagt, ja, ich kann das nicht und ich kann nicht so gut lesen und so weiter, aber ich meine, der kann schon viel, ja. Aber ich glaube auch, dass er jetzt nicht sein Zeug rausschreiben würde oder so, sondern das. Das wollen wenige, ja. Also bestes Beispiel, irgendwie, ich habe jetzt für den Max, der bei euch war, für den Max Wankel ein paar Sachen transkribiert und er hat gesagt, ja, er hätte das schon selber machen können, aber es hätte ihn unverhältnismäßig viel Zeit gekostet. Klar. Und dann hat er gesagt, ja, okay, er gibt mir den Job und lässt mich das machen. Ne? Ja, ich meine, klar, das ist eine spezielle Fähigkeit, wo du einfach bestimmt viel schneller bist als die meisten anderen, ja. Aber super interessant zu sehen, die Anfänge hier gibt es schon Tabulatur. Hier hast du schon angefangen, dann war es dann relativ schnell, dass du gesagt hast, hey, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Nee, das war sogar das Magazin, denn das glaube ich, die haben gesagt, wir brauchen Tabulatur, weil die haben dann natürlich auch gemerkt am Feedback, dass viele Leute irgendwie einfach nicht lesen können. Ne? Klar, besonders Gitarristen, ja, das ist weit verbreitet, dass man als Ohrspieler auch aufwächst. Ja, besonders E-Gitarre. Ich habe auch E-Gitarre lange Zeit nicht mit Noten verbunden, sondern es hat irgendwie Spaß gemacht und hat hierbei gespielt. Aber War bei mir genauso. Mh. Aber dann. Absolut gleich, ja. Ja. Aber hier ist schon Pat Metheny. Das waren jetzt auch deine persönlichen Favoriten, mit denen hast du vielleicht angefangen, oder? Wow, das würde ich gern selber. Also meine Idee war, irgendwann einen Workshop Jazz zu machen. Das habe ich dem Dieter Rösberg, dem Chefredakteur, vorgeschlagen und er hat gesagt, mach. Mhm. Und dann kam das, glaube ich, ganz gut an bei den Lesern und so. Und ich habe von einigen Leuten gehört, die dann damals sich das Heft gekauft haben, weil sie auf die Transkription von mir irgendwie scharf waren. Klar. Das war nicht nur einer. Und man kann das ja nicht vergleichen mit der heutigen Situation. Heute gibt es ja irgendwie im YouTube 10.000 Tutorials, irgendwie, wo was weiß ich, Soli auseinandergelegt werden oder wo man in Zeitlupe vorspielt, was Sache ist. Mhm. Oder zum Teil gibt es ja wirklich Jazz-Transkriptionen, bei denen die Noten mitlaufen, die zum Teil von hervorragender Qualität sind. Ne? Damals gab es halt null. Ne? Und was ich halt gemacht habe, ist, wenn eine neue Platte kam, bin ich sofort dann mit der neuen Platte praktisch hier ins Büro gegangen und habe das dann rausgeschrieben, weil ich dachte mir natürlich, klar, das soll ja exklusiv sein. Ja. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, wenn die Platte jetzt rauskommt und die ist ganz frisch auf dem Markt und ich setze mich sofort hin und transkribiere es, dann gibt es das noch nicht. Ja. Heute ist es natürlich anders. Ne? Heute kommt irgendwie von einer Rockband kommt ein Song raus. Und eine Woche später gibt es ein Cover auf YouTube. Mm, genau. Ist natürlich, hat sich die Situation geändert, klar. Aber ich kann mich gut erinnern, ich habe, als ich mich mit Jazz Anfang beschäftigt habe, gab es eine Transkription von dir von Say the Brother's Name von der Scofield und Metheny Platte. Mm-hmm. I can see your house from here. Ja, genau. Genau. Fand ich genial, ja, weil das war für mich Neuland. Ja. Ich habe das. Erst am Anfang mich damit zu beschäftigen und das war total klasse. Ja. Du siehst da, so, dann auch gleich gesehen, wo spielt er denn das? Und das war brutal hilfreich. Und da kenne ich viele Leute, die genau so gedacht haben. Und es war ein Hauptteil, das gleich schaut, was ist denn diesmal drin, was wird transkribiert und welche Stilistik? Und super spannend zu sehen, wie du da angefangen hast. Ja. Ja, alles von Hand geschrieben. Man sieht ja hier auch, da ist ein Tippex. Genau, da wird ein bisschen was ausgebessert. Da ist auch ein Tippex. Aber viel, das ist alles, ich habe mit dem Filzstift damals geschrieben, mit dem Feinliner. Und man sieht ja am Notenbild, dass ich schon wusste, was ich mache. Ne? Absolut. Also da sind jetzt nicht wahnsinnig viele Korrekturen drin. Hier sieht man zum Beispiel, ja, da habe ich die Tabulatur verschoben, weil ich gesehen habe, irgendwie das ist wahrscheinlich besser, wenn man es auf einer anderen Seitengruppe spielt. Ja klar, immer wenn man anfängt mit einer Phrase und dann sieht, okay, wo landet er denn, dann muss man möglicherweise nochmal...
umdenken, aber das ist schon wahnsinnig exakt und ausgecheckt, ja. Und das heißt, wie lange hast du ungefähr das per Hand gemacht? Wann kam so der Switch zum Rechner? 95. 95? Mhm. Da hast du dann angefangen, einfach schon am Rechner das... Es war so, zu dem Zeitpunkt, als diese Sachen entstanden sind, da habe ich den Notensatz noch nicht gemacht. Da hat das jemand anders gemacht. Mhm. Das war dann schon, also ich habe alles von Hand geschrieben. Dann war der Arbeitsprozess damals war so, man geht in den Laden, wo ein Kopierer ist und kopiert erstmal alles. Mhm. Weil für den Fall, dass man das auf die Post gibt dann und jetzt geht verloren, dann ist die ganze Arbeit weg. Klar. Das war also praktisch, das Backup war damals physisch. Ne? Also habe halt das ganze Ding kopiert und habe dann die Kopie in den Briefumschlag und habe die dann praktisch an die Notensetzerin, den Briefumschlag an die Notensetzerin geschickt. Dann kam irgendwie 10 Tage später ungefähr, kam dann der Ausdruck und dann musste ich das korrigieren und das war oft war das irgendwie feuerrotes Blatt, ne, weil die auch viele Fehler gemacht hat. Oh, ne? Mann. Und das hat mich irgendwann so genervt und ich habe dann die Redaktion bearbeitet und die haben dann irgendwann gesagt, okay, mach du das. Und dann habe ich eben angefangen mit Finale. Und das hat natürlich unschätzbare Vorteile, weil also man kann mit Finale, wenn man die richtige Technik hat, schneller schreiben als von Hand auf jeden Fall. Und der Vorteil ist natürlich auch, es gibt ja immer wieder Sachen, die sich wiederholen. Ne? Und da kann man dann halt mit Kopierbefehlen kann man wahnsinnig viel machen. Ja, richtig. Ja. Und der Vorteil ist natürlich auch, man kann das Ganze dann abspielen. Und dann hat man auch noch eine akustische Kontrolle und sagt, kann das sein? Irgendwie. Genau. Das mache ich dann meistens so. Es gibt bei Finale dann so eine simplifizierte Akkordwiedergabe. Das ist nicht so, dass das Finale da irgendwie Stimmführungsregeln beachtet. Irgendwie. Da gibt es dann halt für ein, was weiß ich, ein B7 oder B13 gibt es ein Voicing. Aber man hört auf jeden Fall, was Sache ist. Und wenn jetzt irgendwie ein falscher Chord drinstehen würde, dann würde ich das beim, und ich übersehe den bei der optischen Kontrolle, dann würde ich es spätestens beim Abhören, würde ich dann merken, aha, da passt was nicht so. Richtig. Da, von daher ist das hilfreich. Ja. Und seitdem hat sich auch wieder viel getan, eigentlich, was die Technologie angeht, oder? Wahrscheinlich erstmal hast du, als du da rausgedacht hast, das mit einer Platte gemacht oder mit einem Tonband? Oder das ist eine ganz interessante Frage. Da gibt es zwei Schulen. Die eine Schule sagt, irgendwie, wenn man transkribiert, immer real-time. Okay. Also sprich, langsam machen ist streng verboten. Okay. Von wem kommt sowas? Sagt zum Beispiel der Janek Gwizdala, ist ein sehr guter Bassist aus New York, der mit allen gespielt hat. Wer sagt es noch? Noch ein Bassist, Rufus Philpott heißt der. Okay. Und es gibt die andere Schule, die sagt, man darf verlangsamen. Ne? Ich habe einen Kronzeugen. Der Kronzeuge heißt Wes Montgomery. Okay. Und der hat damit, die Geschichte ist ja ganz interessant von ihm. Der hat mit 18 im Radio Charlie Christian gehört mit der Benny Goodman Big Band. Und war so fasziniert von dem Sound von der Gitarre, dass er gesagt hat, das will ich auch. Dann geht er ins Geschäft, kauft sich eine Gitarre und einen Amp. Und dann schließt er sich ein. Der hat ja damals schon gearbeitet. Ich weiß, ich glaube, der war Schweißer. Ja. Und der hatte, glaube ich, 5 Kinder gehabt insgesamt. Aber er hat sich dann praktisch eingeschlossen. Und man muss sich vorstellen, der hat, wenn das alles stimmt, was man über ihn erzählt, wusste der gar nichts. Das heißt, er hat den Plattenspieler, die Platte und die Gitarre und den Amp. Und ist absolut bei Null. Und der hat es praktisch mit runterhören, hat er das dann geschafft, innerhalb von einem Jahr sämtliche Charlie Christian Solos zu spielen. Bedeutet, er hat es erstmal akustisch erfasst und hat es dann auf die Gitarre umgesetzt und auch noch gelernt. Und das ist ja schon Wahnsinn, weil das Charlie Christian Zeug ist zwar von Ende der 30er Jahre, zum Teil 40 oder so, also 1940, aber leicht ist es ganz bestimmt nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass der bei dem Plattenspieler, er hat dann gesagt, er hat von den Charlie Christian Platten hat er irgendwie 4, 5 durchgenudelt, weil er immer wieder angehört hat, Und damals gab es ja bei den Plattenspielern, gab es ja auch schon die Schalter, wo man dann praktisch von zum Beispiel von 33 auf 16 umschaltet und da läuft das ganze Ding halt mit halber Geschwindigkeit. Und es gibt ein Zitat von ihm und da sagt er, er hat sich Coltrane
Giant Steps komplett angehört in halber Geschwindigkeit. Und kam dann zu dem Schluss, Coltrane hat keinen einzigen falschen Ton gespielt. Mhm. Und da gibt es noch einen anderen Kronzeugen, Mike Stern. Der hat ja bei Charlie Banacos Unterricht gehabt. Mhm. Und von dem ist bekannt, dass der zum Teil Brecker-Solos in der Viertelgeschwindigkeit angehört hat. Das heißt, er hat praktisch das Original-Tempo von 100 auf 400 Prozent gestretched, um das rauszuhören. Ja. Ich würde sagen, beides hat seine Legitimität. Wenn es darum geht, dass du dein Ohr praktisch für die Performance-Situation schnell machen willst, dann ist wahrscheinlich das Realtime-Hören besser. Mhm. Aber ich sehe das so, wenn man langsamer macht, das ist so, wie man, wenn man ein Foto hat mit 13x8 und der andere Abzug ist von mir aus, was weiß ich, irgendwie 48 auf 20 oder sowas. Und auf dem großen Foto sieht man einfach mehr. So sieht's aus. Das ist meine Meinung. Klar. Und bei mir ist es halt so, natürlich, es muss ja schnell gehen, weil es ja die schiere Masse von Sachen, die ich da transkribiere, ist ja ziemlich unglaublich. Und ich kann mir jetzt nicht leisten, wie der zum Beispiel der Yannick Cristalla, da gibt es so eine Session, wo der zeigt, wie der an so einer Breckerstelle arbeitet. Mhm. Und da hat er in einer Logic-Session hat er halt praktisch einen Mini-Ausschnitt genommen und der hört sich den dann 50 Mal an oder noch öfter, bis es irgendwann schnallt. Ne? Mhm. Ich meinte, wie gesagt, es ist für den Prozess irgendwie, um dein Ohr zu beschleunigen, ist es sicher gut, aber es braucht wahnsinnig Zeit. Und der zweite Punkt ist der, dass es halt auch bei mir darum geht, dass das Zeug wirklich stimmt. Mhm. Und zwar hundertprozentig. Mhm. Und da ist halt so, wenn man langsamer macht, kann man dann zum Beispiel identifizieren, oder man kann man unterscheiden, ob man einen Hammer anspielt oder einen Slide. Ne? Mhm. Weil wenn man langsamer macht, dann hört man irgendwie, dass der zum Beispiel der Finger gleitet vom A zum H. Ne? Mhm. Und dabei muss er über das B-Flat beim Sliden und das hört man. Mhm. Von daher ist es ein gutes Tool, um zum Beispiel zu unterscheiden, macht er jetzt einen Slide oder macht er einen Hammer an. Mhm. Und das ist schon... Von daher, also ich arbeite mit Verlangsamung auf jeden Fall. Ja. Und ja, hast du früher wahrscheinlich mit Tonband gemacht? Oder? Genau. Also los ging das Ganze mit einer richtigen klassischen Bandmaschine. Also das könnte ich glaube heute noch irgendwie so eine Spule draufsetzen, durchfädeln am Tonkopf vorbei und dann einfädeln das ganze Band. Und am Anfang war es wirklich so, ich habe mit 19 cm aufgenommen und dann auf der halben Bandgeschwindigkeit abgespielt. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese ganzen Sachen hier noch genau auf diese Methode, genau mit dieser Methode entstanden sind. Wobei das Problem dabei ist natürlich, wenn man halbe Geschwindigkeit macht, dann ist das Ganze eine Oktave tiefer, was es das Hören nicht unbedingt leicht macht. Mhm. Ja, mittlerweile gibt es natürlich moderne Techniken, dann gibt es irgendwie Software oder so. Benutzt du heutzutage Software? Ja. Da gibt es ein kleines Tool, das heißt Slow Speed Transcriber. Mhm. Und der macht genau das. Da kann man also stretchen oder auch komprimieren. Mhm. Und ein weiterer Vorteil ist bei dem Ding, irgendwie, da gibt es einen Panoramaregler. Mhm. Und es geht ja oft darum, dass man zum Beispiel eine Rhythmusgitarre, die irgendwo rechts im Stereobild hängt, dass man die dann identifiziert. Und da kann man dann mit dem Panorama so hinziehen, dass praktisch die Gitarre, die Spur, die man sucht, dass die mehr in die Mitte rücken, dann hört man sie besser. Mhm. Anderer Trick, Beatles-Bässe zum Beispiel raushören. Ne? Also der Paul McCartney war ja ein genialer Bassist, aber sein Basssound war jetzt nicht immer super transparent. Ne? Und oft war es dann so, dass man sich fragt, der spielt jetzt ein A oder spielt er ein G oder sonst was. Mhm. Und der Trick ist einfach, man kann mit dem Slow-Speed-Transcriber das Ganze um eine Oktave nach oben ziehen. Okay. Das heißt also, man transponiert das Ganze digital um eine Oktave nach oben und siehe da, man hört wunderbar, was Sache ist. Ne? Okay. Das sind so kleine Tricks, irgendwie mit denen man arbeiten kann. Mhm. Dann, was man auch machen kann, ist, da ist ein EQ drin mit 7 Band. Und wenn eine Stelle schwierig zu hören ist, dann kann man gucken, dass man mit dem EQ genau das Signal, das man sucht, irgendwie mehr in Fokus kriegt. Mhm. Ja, genau. Also von dem her ist natürlich jetzt eigentlich eine super Zeit, um was rauszuhören. Ja. Heutzutage, weil man hat Tools, mit denen man sich wirklich unterstützen kann und die Sachen einfach klarer hörbar macht. Ja. Aber super, ich denke, ich habe da trotzdem mit dieser Geschichte das Ganze runter zu transponieren, also
durch das Benutzen von einem Tonband und durch das Hören eine Oktav tiefer, denke ich, hat sie trotzdem auch meine Wahrnehmungsfähigkeit, was die tiefen Töne anbelangt, wahrscheinlich noch ein bisschen verbessert. So. Bestimmt, ja. Weil der Trainingseffekt ist ja dann doch enorm, wenn man das die ganze Zeit macht. Ne? Ja, absolut. Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dass manche Leute vielleicht sehr, sehr gut hören in dem Range ihres Instruments, aber wenn es darüber hinausgeht, zum Beispiel Bass zu hören, tun sich manche Leute schwer, weil sie es eben nie machen. Mhm. Ja? Und von dem her ist es auch eine gute Idee, eben verschiedene Instrumente rauszuhören. Vielleicht nicht immer nur Gitarre, oder? Sondern auch mal so, ich versuche mal irgendwie einen Bläsersatz rauszuhören oder irgendwas, was irgendwie ein anderer Sound auch ist vielleicht. Mhm. Aber Und dann, wenn es darum geht, Töne zu identifizieren, ne? Und ich bin mir nicht ganz sicher, dann auf jeden Fall singen. Mhm. Mhm. Also man hat dann so eine gewisse Ahnung irgendwie und dann läuft man die Stelle an und singt dann mit und dann merkt man ja, passt das, was ich singe oder bin ich daneben. Ne? Mhm. Und wenn man den Ton dann trifft irgendwie, dann hat man ja so ein gewisses Aha-Erlebnis. Mhm. Ne? Also dann merkt man, okay, das, was ich da singe, das ist der Ton tatsächlich. Ja. Und auch wenn ich jetzt nie systematische Gehörbildung gemacht habe, wird es mir trotzdem leicht fallen, so gewisse Sachen, die man jetzt in der Gehörbildung macht, zu singen. Mhm. Also sich diatonische Quinten zum Beispiel. Mhm. Also das, was man irgendwie als Übung macht irgendwie, oder Septim. Das sind so Sachen irgendwie, es hilft, wenn man was singen kann. Ne? Es muss nicht schön sein, also ich war jetzt deswegen wahrscheinlich nicht eingeladen beim Grand Prix der Eurovision, aber es geht darum, die Töne zu treffen und vor allem es geht darum, dass man eine innere Vorstellung hat, wie ein Ton klingt. Ne? Da habe ich auch was Interessantes mal gehört von Branford Marsalis, dass er gesagt hat, der hat, wenn er ein Solo raushört, dann versucht er das erstmal so lange zu singen, bis er es auswendig kann. Also er versucht das Solo anzuhören und immer mitzusingen und erst dann geht er ans Instrument und versucht es rauszuhören, weil dann fällt es ihm leicht. Mhm. Ja. Ist es bei dir so, dass du sagst, ah ja, zack, ich fange einfach an? Oder hörst du dir es erstmal ein paar Mal an, um das, was zu bekommen? Oder gehst du gleich, zack, an? Sofort rein. Sofort rein, oder? Mhm. Also ich höre mir das einmal an, ich muss ja lokalisieren, was will ich machen, aber dann sofort von Anfang bis Ende. Ah ja. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich suche mir bestimmte Stellen raus, die leicht sind, sondern immer von Anfang bis Ende. Mhm. Mhm. Aber ich wollte auf das Singen nochmal zurückkommen. Ja. Ein paar der besten Musiker, die ich in meinem Leben getroffen habe, die konnten alle nicht im bel canto singen, aber die konnten praktisch Inhalte singen. Ne? Mhm. Gibt's einen Trompeter, der, glaube ich, eine Weile in München gewohnt hat, der heißt El Indio, ein Kubaner. Mhm. Und wir hatten einen Salsa-Gig und sind hinterher abgehängt beim Bandleader. Und war so Party und da lief immer Salsa und irgendwann habe ich gesagt, jetzt hören wir mal was anderes. Ne? Und dann habe ich vom Herbie Hancock die Maiden Voyage aufgelegt. Mhm. Und beim El Indio, da fangen auf einmal die Augen an zu leuchten. Mhm. Und der hat jedes Solo auf der Platte mitgesungen. Okay. Und das sind ein paar, ne? Ray Hubbard, also Klavier oder Trompete? Oder? Alle Soli. Alle? Also Herbie und George Coleman, glaube ich, Saxophon, genau. Und Freddy. Also komplett der alle. Hat alles, der kannte diese Platte bis ins letzte Teil komplett auswendig. So. Mhm. Oder wenn es jetzt um Schlagzeuger geht, irgendwie. Ein guter Schlagzeuger, der kann dir einen Groove vorsingen. Mhm. Mhm. Also, oder es gibt ja auch diesen Satz, dass man sagt, alles, was ich singen kann, kann ich auch spielen. Mhm. Ich glaube, da ist was dran. Ja, bestimmt. Das ist auch tatsächlich das, sozusagen die Musikalität, die ich habe. Ja. Das ist also nicht irgendwie, okay, die Finger übernehmen und ich spiele irgendwas ab, was mechanisch ist, sondern es ist wirklich, ich mache jetzt Musik. Ja. Das kommt aus mir raus jetzt. Ja. Ah. Was auch dann interessant ist, irgendwie, wenn man beginnt, dann zu spüren, wie fühlen sich bestimmte Akkordtöne an. Mhm. Also nicht nur jetzt Quint oder Sept oder Terz, sondern dann eben auch die Tensions irgendwie. Mhm. Wie fühlt sich eine 9 an? Wie fühlt sich eine Kreuz 11 an? Und
wenn man sein Gehör entsprechend trainiert, kriegt man da so einen intuitiven Zugang dazu. Mhm. Also man spürt, was das für ein Ton ist, irgendwie, wo der im, welche Funktion der im Akkord hat oder welche Funktion der, in welcher Beziehung der zum Basston zum Beispiel steht. So. Und das sind alles Fähigkeiten, die mindestens nicht schaden, sagen wir mal so. Ne? Ja, die aber auch ganz natürlich eigentlich entstehen, wenn man sich damit beschäftigt. Ja? Ja. Weil du hörst das Ding ja und durch die Wiederholung, dass ich einfach oft genug höre, denk, irgendwann hörst du halt, das ist eine Chords 11, das muss dieser Ton sein, das ist dieser Sound. Am Anfang denke ich mir, was kann denn das sein? Und dann muss ich so oft wiederholen halt wahrscheinlich, dass ich dann auch sicher werde und sage, genau, das ist der Ton. Ja. Sehr, sehr interessant, Mensch. Also zum Abschluss würde mich noch was interessieren. Was glaubst du denn eigentlich, wenn jetzt Leute deine Transkriptionen spielen oder so, ja? Gibt es irgendwas, was du dir erhoffst, was die damit machen? Weil es ist ja so eine Transkription ist ja oft erst der Einstieg sozusagen, dann was zu verstehen, wie jemand spielt, ja? Das heißt, ich schaffe mir das Metheny-Solo drauf, oder zumindest oder ein Teil, wo ich sage, Mensch, tolle Phrase, das schaffe ich mir drauf. Hast du irgendwie Tipps oder auch eine Vorstellung davon, wo du sagst, Mensch, ich hätte gern, dass ihr da, probiert mal das und das aus, macht mal das damit oder so. Gibt es da irgendwas? Eigentlich nicht, ne. Nee? das ist einfach ein Angebot. Ich meine, also ich persönlich würde sagen, also ein guter Umgang mit so einer Transkription wäre, dass man die als Benchmark nimmt und dann versucht, sich die Sachen selber auszuhören. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Also es kann ja sein, dass es nur bestimmte Stellen sind, irgendwie, die interessant sind. Aber dass man einfach sich sagt, okay, ich bin nicht nur der Konsument, ich spiele das nicht nur nach, sondern ich versuche auch selber praktisch dahinter zu kommen, was das war, und nimm praktisch die Transkription dann als Referenz. Ich verstehe, er soll es selber raushören und dann kontrollieren, habe ich es richtig rausgehört oder so, ja? Genau. Weil bei mir ist es so, ich höre auch gern Sachen draus, weil es mich interessiert, was ist denn das, ja? Und dann denke ich mir immer, aber die Transkription ist jetzt eigentlich der erste Schritt. Jetzt will ich eigentlich sehen, okay, wie funktioniert, und jetzt will ich da das mir vielleicht zu eigen machen, so dass ich das, wenn ich dann selber soliere, dass ich dann abrufen kann. Oder dass ich einfach mein Vokabular oder das, was ich solieren kann, erweitere dadurch. Ja. Da gibt es ja natürlich diverse Möglichkeiten des Transfers. Ne? Also es gibt bestimmte harmonische Standardsituationen, was weiß ich, das ist eine Phrase, wo eine Moll-2-5-Kette oder sowas, da kann man natürlich so eine Phrase dann nehmen und die extrapolieren und die dann praktisch via Transfer dann in andere, zum Beispiel auf andere Tunes anwenden, genau, bei denen die gleiche harmonische Struktur dahinter steckt. Ja, das ist so eine Möglichkeit. Weil das ist ja so mein Hauptding, das ich ja mache, dass ich mir checke, okay, was machen die da und könnte ich das irgendwie selber einsetzen. Ja. Aber das finde ich total toll, den Tipp, dass du sagst, Mensch, schaut doch erstmal auch selber, ob ihr das auch raushört. Weil das ist ja eigentlich was manchmal den Leuten vielleicht ein bisschen fehlt, besonders in der heutigen Zeit, haben wir oft drüber gesprochen, ja, dass eben das den Leuten vielleicht auch zu einfach gemacht wird. Viele hören nicht mehr viel raus und erlernen diese Fähigkeit des Hörens nicht mehr so wirklich, hören auch nicht so genau hin. Also das Problem habe ich immer wieder, Leute kommen und sagen, Mensch, kannst du mir nicht helfen, das klingt nicht so, meine Phrasierung ist nicht so gut und so. Ja. Sehr, sehr oft kommt es vor, dass sie einfach nur die Tabs abspielen. Ja. Und gar nicht mehr den Sound hören. Ja? Ja. Und da gehört ja viel mehr dazu, zu der kompletten musikalischen Information, als rein die Töne. Ja. Sondern das Phrasing, wie macht er das? Ja? Wie ist der Sound? Wie schlecht ist es? Wie ist die Dynamik von diesem Ding und so weiter? Ja? Also das... Absolut wichtig. Und da kommt es gerade beim Gitarrespielen natürlich auf unzählige Details an. Mhm. Also Hammer-Ons oder Slurs oder denn zum Beispiel auch, was jetzt dann John Scofield mit dem Ton macht. Ne? Mhm. Also wie er mit Pick irgendwie Seiten anschlägt und so. Ja, so in fast Billy Gibbons-Manier zum Teil. Ne? Mhm. Das hat sich ja beim Score verändert. Irgendwie früher hat er halt über einen Polyton gespielt und seine Linien waren schon immer Wahnsinn. Mhm. Aber was sich bei ihm halt dramatisch noch gesteigert hat, ist sein Sound. Mhm. Also ich habe ihn ja immer wieder mal live gesehen und was der mit dem AC30 für einen geilen Sound hat. Und der spielt ja wirklich einen Rockton, aber dann im klassischen Jazz-Setting und trotzdem klingt super gut und eigen. Ne? Wolfgang, super interessant.
Wir könnten immer noch ewig weiterreden. Ja, ich darf uns nicht ausgehen. Genau. Ja. Ganz, ganz interessant, Mensch. Auch toll, das zu sehen, diese Arbeit, die du gemacht hast. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinns-Repertoire, das du da hast. Ja. Ich hoffe, es gibt bald mal wieder eine Gelegenheit, dass wir weiterquatschen und noch viel über deine Arbeit erfahren. Ja. Hat mich total gefreut. Ich auch. Vielen Dank, dass wir da sein konnten. Sehr gerne. Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Abonniert unseren Kanal, das wäre total hilfreich für uns. Ja, wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, dass es eine neue Folge gibt. Schreibt uns, was euch sonst noch so interessiert. Das ist immer wichtig für uns. Ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.